Am liebsten hätten sie alle, es wäre wie in Asien, der Traum der Neoliberalen, Asien. Johannes Groß war damals schon mal da, kennen Sie den noch? Johannes Groß, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Das war der erste bekannt gewordene neoliberale Wirtschaftsjournalist, der war früher in jeder Talkshow. Der Groß war früher für Wirtschaft das, was heute Schallatur für den Islam ist. Haben Sie bestimmt mal gesehen, früher so ein Kleiner mit Halbglatze und Brille. So die Größe Gregor Gysi, Norbert Blüm, Berti Vogt, zu diesem Niveau? Napoleon-Syndrom, sagt man, glaube ich. Groß, der hat Kapital und Impulse rausgegeben. Daher kennen Sie ihn vielleicht, diese Zeitungen für den fortgeschrittenen Steuerhinterzieher. Johannes Groß war damals extra in Bangkok, um das Sozialwesen zu studieren. Und da hat er festgestellt, in Bangkok, da kennen die weder Arbeitslosengeld, noch Arbeitslosenhilfe, noch Sozialhilfe oder irgendeinen Schnickschnack. Und jetzt halten Sie sich fest, die kennen keine Arbeitslosen. Ja, keine Registrierten halt. Das sei ein Klima, schrieb Johannes Groß, in dem die Eigeninitiative der Menschen wieder gefördert würde. Die Leute in Bangkok, die täten selber was für ihren Unterhalt. Die starren nicht auf den Staat. Und wie die Eigeninitiative in Bangkok aussieht, das hat der Johannes Groß nur sehr schön beschrieben in seinem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da stand das dann so. In den Tempelbezirken wird im Stehen eine Schnellmassage verabreicht. Andere Dienstleistungen brauchen die Dunkelheit und das wegblickende Auge der Polizei. Das alles hat seinen Charme, der unserem griesgrämigen Sozialsystem abgeht. Auf gut Deutsch, wer den Neoliberalen einen bläst, kann aufs Sozialsystem pfeifen. Also hören Sie auf zu jammern, machen Sie sich selbstständig. Bieten Sie Dienstleistungen an. Wenn schon 4,5 Millionen Menschen bei uns auf der Straße stehen, können Sie sich da ja wenigstens nützlich machen. Ja, gründen Sie eine Strich-AG. Ich AG. Nutzen Sie Ihre Talente. Ich weiß ja nicht, was Sie gut können. Ich habe einen Tipp für Sie. Wir sind ja unter uns. Werden Sie Fernsehzuschauer, hauptberuflich. Fernsehzuschauer, eine der Branchen der Zukunft. Ich habe 1994 in einem Text beschrieben, wie man das Problem der Arbeitslosigkeit mit Hilfe des Privatfernsehens in den Griff kriegen könnte. Den Text spiele ich Ihnen jetzt nochmal vor. Da gibt es zwei Organisationen im Text, die Bundesanstalt für Arbeit und RTL. Und die Chefs damals hießen Bernhard Jagoda und Helmut Thoma. Die Namen sind auch gut vertraut, habe ich stehen lassen. Und die Zahlen, die jetzt kommen, das ist das wirklich Schöne an dem Text. Die Zahlen sind die Originalzahlen aus dem Text, wie ich ihn 1994 geschrieben habe. Frau Schulte, ja, machen Sie doch jetzt bitte nochmal eine Verbindung mit RTL. Wir probieren das nochmal. Ja, danke. Hallo, bin ich mit RTL verbunden? Ah, Sie sind das wieder. Ja, ich glaube, wir hatten am Morgen schon mehrfach das Vergnügen. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch. Jagoda, mein Name. Bernhard Jagoda, Bundesanstalt für Arbeit. Ich wollte den Thoma persönlich sprechen und heute Morgen meinten Sie nach langem Hin und Her, jetzt wäre eine gute Uhrzeit, um es zu versuchen. Jagoda. Bernhard Jagoda. Bundesanstalt für Arbeit. Arbeit. Soweit waren wir heute Morgen auch schon mehrfach, ja? Ich möchte den Thoma persönlich sprechen. Ich nehme inzwischen aber einen unpersönlichen, wenn Sie einen da haben. Ich wäre schon zufrieden, wenn Sie mich irgendwie mit jemand anders verbinden könnten, als mit sich selber. Ich bleib dran. Ja, was soll ich sonst tun? Das glaubst du doch nicht, ey. Kann man wirklich noch blöder sein als ein eigenes Programm? Mein Gott. Hallo? Wen habe ich hier jetzt in der Leitung? Herr Thoma, Sie sind das selber? Mein Gott, mein Glückster, oder? Sie sind schwerer zu erreichen als der Papst. Aber Sie erreichen mehr. Der ist auch nicht schlecht, ja. Was? Entschuldigung, Jagoda mein Name. Bernhard Jagoda. Bundesanstalt für Arbeit. Ich weiß nicht, ob Sie mich kennen. Ich trete einmal im Monat mit meinen Statistiken in Ihren Nachrichtensendungen auf. Jetzt haben wir es. Die Statistiken, von deren Steigerungsraten Sie mit Ihren Zuschauerzahlen derzeit nur träumen können. Und ich glaube, wir haben eine interessante Idee.
ich habe das doch richtig verstanden. Sie können doch pro Werbesekunde umso mehr Geld von der Industrie verlangen, je mehr Zuschauer zu diesem Zeitpunkt garantierterweise Ihren Sender eingeschaltet haben. Ja, und es ist Ihnen im Prinzip doch, wenn ich das als Laie richtig beurteile, zunehmend völlig egal, was Sie da so wegsenden, solange die Industrie Sie die Zielgruppe erreicht. Das würden Sie positiver formulieren, da habe ich Verständnis für. Ja, ja. Da geht es ja gar nicht drum. Nein, nein, regen Sie sich wieder ab. Unsere Idee ist folgende. Könnte sich das für Ihren Sender nicht rechnen, Zuschauer direkt zu engagieren? Ich meine, fest einzustellen. Da haben Sie die Quote garantiert und damit auch die Werbeeinnahmen. Im Augenblick wird alles nur geschätzt von dieser GfK. Nein, nein, statt dass Sie für teures Geld billige Filme produzieren oder die Rechte an Sportereignissen kaufen, wo kein Schwein weiß, ob das Wetter und die Deutschen lange genug mitspielen. Da könnte ich Ihnen für eine entsprechende Summe Arbeitslose als Zuschauer zur Verfügung stellen. Also ich kann Ihnen derzeit 3,6 Millionen Arbeitslose als Grundquote anbieten. Ja, wir können dann auch so eine stille Reserve aktivieren. Also 1,5 bis 2 Millionen stecke nochmal drin. Ja, ja. Und wenn die optimistische Prognose mit der Rationalisierung zutreffen, können wir Ende nächsten Jahres nochmal 1,5 Millionen draufpacken. Wenn alles gut geht, das versteht sich. Ja, ja. Nein, 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 diese Leute werden dann dauerhaft arbeitslos sein. Das kann ich Ihnen schriftlich geben. Nee, die wissen das noch nicht, aber wir. Die werden in der Produktion nie wieder benötigt, Herr Thoma. Die braucht Deutschland nur noch beim Konsumen. Da kommen Sie da ins Spiel. Ja, viele unserer Kunden sind auch Schichtdienst gewohnt. Eine Auslastung um die Uhr kriegen wir hin, das ist kein Problem. Ja, ja, die Kontrolle, reden Sie nicht drum herum. Die Kontrolle ist Ihre Sorge. Wir haben eine simple Idee. Wir haben die Ämter überall vor Ort. Zu vermitteln ist ja im Prinzip nichts mehr. Warum sollen die Arbeitslosen nicht in den Ämtern unter Aufsicht die vereinbarten Sendungen ansehen? Da haben Sie die Quote amtlich. Klar, wir können die Leute verpflichten, sich jeden Mist anzusehen, sicher. Sonst hätte ich Sie ja gar nicht ansprechen können, Herr Thoma. Wiederholung ist kein Problem. Sie können wiederholen, so viel Sie wollen. Ja, von mir aus können Sie auch jeden Tag dasselbe senden. Also, wenn Sie fürs Zugucken zahlen, ist mir doch egal, was Sie senden. Herr Thoma, ich bitte Sie. Begreifen Sie denn nicht, ob die Leute jetzt stundenlang am Fließband stehen oder stundenlang 7 Tage, 6 Köpfe, 2 Hirne gucken müssen? Testbild. Sie wollen nur noch Testbild sehen. Unterbrochen von Werbeeinblendung. Ja, ja, ist klar. Ja. Nein, ich denke nur gerade nach. Die Idee hat einen gewissen Charme. Ja. Die Mitarbeiter, die Sie bei der Produktion von Sendungen einsparen, die übernehmen wir und bieten ihnen die als Zuschauer wieder an. Aber warum wollen Sie da auf halbem Weg stehen bleiben? Wie viel Werbung senden Sie pro Stunde? 15 Minuten? Ja, warum wollen Sie das Testbild dann noch zwischenzeigen? Herr Thoma, wir können 8 Stunden Fernsehen auf 2 Stunden Werbung konzentrieren. Die Leute gucken unter Aufsicht in den Ämtern, konzentrieren 2x1 Stunde Werbung. Füllen dann Fragebogen aus, ob sie aufgepasst haben. Kriegen über richtigen Antworten die Stütze, haben den Rest des Tages Zeit zum Einkaufen. Danke, danke. So kreativ sind wir im Amt, da können Sie mal sehen. Nein, über Geld haben wir hier noch gar nicht nachgedacht. Nein, nein, das war doch erstmal nur eine Idee. Wenn Sie ernsthaft Interesse haben, machen Sie ein Angebot. Sie kennen Sie in der Branche am besten aus, Herr Thoma. Machen Sie uns ein seriöses Angebot, wenn Sie das können, und dann werden wir uns wieder melden. Ja, natürlich werden wir die anderen Sender auch ansprechen. Freie Marktwirtschaft, schon mal gehört? Ich kann doch so einen Riesenauftrag nicht ohne Ausschreibung rausgeben. Herr Thoma, ich kann doch jetzt hier keine Zusagen machen. Sie kleiner Schelm, Sie. Wie viel? Vergessen Sie es, wir sind hier nicht bei der Kölner SPD.
Herr Thomas, bevor Sie weiter meine Zeit stehlen, nee, jetzt hören Sie mal zu. Ihre Idee mit dem Testbille, so klasse, im Prinzip brauchen Sie und Ihren Sender gar nicht mehr. Die Werbespots, die kann ich in den Ämtern auch selber vorführen lassen. Wir werden die Industrie direkt ansprechen. Das war ein sehr anregendes Gespräch. Wieder, Herr Thomas.